Die besten Friseurlehrlinge des Landes wurden kürzlich in den Friseurwerkstätten des WIFI Salzburg ermittelt. Gesamtsiegerin im ersten Lehrjahr wurde Annika Strasser. Im zweiten Lehrjahr siegte Nicole Kendelbacher, beide von Friseur Eder. Sie vertreten Salzburg beim Bundeslehrlingswettbewerb im Juni. Landeshauptfrau Gabi Burgstaller hieß am Sonntag den 14. Dalai Lama, der sich derzeit zu einem Besuch in Österreich aufhält, in Salzburg willkommen. Das spirituelle Oberhaupt Tibets hat unter anderem in der Salzburg Arena einen Vortrag zum Thema Weltfrieden und universelle Verantwortung mit anschließender Diskussion gehalten. Die Welthundeausstellung, die von Freitag bis Sonntag in Salzburg stattfand, war ein großer Erfolg. Rund 18.600 Hunde, über 12.000 Aussteller und mehr als 10.000 Besucher wurden an den drei Veranstaltungstagen insgesamt im Messezentrum Salzburg gezählt und sorgten für ausgebuchte Hotels. Der 25-jährige Salzburger Georg Steffni war auch beim dritten Rennwochenende der BMW 325er Challenge am Salzburgring der dominierende Fahrer und baut mit den Plätzen 3 und 1 die Tabellenführung in der Meisterschaft weiter aus. Am WIFI Salzburg ging kürzlich der 12. Landeswettbewerb Junior Schüler gründen ein Unternehmen über die Bühne. Dabei wurde die Junior Company Viva Aronia von der HLFS Ursprung zum Sieger gekürt. Das Unternehmen beschäftigte sich mit Anbau, Forschung, Produktentwicklung und Marketing rund um die Aronia-Beere.